Okay, Freunde, und dann heute mal die Custom Night im Sparky-Modus. Oh, da ist er ja. Hey, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tulfa und herzlich willkommen zurück zu Creepy Nights at Freddy's. Und Leute, immer mit der Ruhe. Ich habe es unter dem letzten Creepy Nights at Freddy's Video gesehen. Ihr wollt unbedingt die Nacht sehen, in der wir gegen Sparky kämpfen. Ich kann es nachvollziehen. Das wird auch bestimmt sehr interessant. In der heutigen Folge werden wir das deswegen machen. Wir gucken uns die letzte Custom Night Challenge an, denn da ist Sparky ja dann mit dabei. Und wir schalten die letzte Animatronic frei, die uns noch übrig bleibt. Und dann haben wir alle Animatronics für die Custom Night und können dann mal gucken, ob wir vielleicht mal versuchen, alle Animatronics auf Stufe 20 zu besiegen. Aber das ist für ein anderes Video. Heute kümmern wir uns erstmal um Sparky. Vergesst ihr deswegen wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde, und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich richtig, richtig freuen, denn dann schaffen wir vielleicht dieses Jahr bis Weihnachten noch die 100.000 Abonnenten. Und dann wäre ich wirklich sehr glücklich. Hier befinden wir uns jetzt natürlich im Custom Night Menü, Leute, und ihr seht es hier hinten. Das ist unsere letzte Challenge. Hier seht ihr, wie wir die Animatronics einstellen müssen. Ich habe das jetzt schon gemacht und es ist eigentlich, sollte nicht zu schwer sein. Ich meine, Sparky ist auf Level 5, Sparky kennen wir jetzt noch nicht. Keine Ahnung, was das Vieh mit uns anstellen wird. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich den abwehre, aber das werden wir gleich bestimmt rausfinden. Ansonsten seht ihr das hier oben, Foxy ist nicht ganz so hoch eingestellt. Foxy war sonst immer richtig gefährlich. Bonnie ist auf Stufe 16, das könnte vielleicht teilweise ein bisschen kritisch werden, weil Foxy sich ab Stufe 16, also ist dann schon, ist gut unterwegs zu Fuß dann, ne? Er legt auf jeden Fall einen Zahn zu. Aber Leute, hier sind wir jetzt. Moment, mach mal da den Ventilator aus. Hier sind wir jetzt in der Custom Night. Wir haben alles eingestellt. Ich habe keine Ahnung, was Sparky genau macht. Wir werden es natürlich vermutlich rausfinden, Freunde. Das Endoskelett ist auf Stufe 10. Das könnte vielleicht schwierig und interessant werden. Ich weiß nicht, ob das Vieh dann auch schneller wird oder ob es einfach nur öfter angreift. Aber auch das werden wir garantiert rausfinden. Bonnie ist auf jeden Fall schon aktiv. Bonnie ist ja auch auf Level 16. Bonnie ist auch, so wie es aussieht, relativ, ah ne, ist gar nicht mal so schnell. Das geht alles noch. Es könnte viel, viel schlimmer sein. Ah ja, Bonnie kommt direkt zu uns runter. Freddy ist auch aktiv. Ihr habt ihn wahrscheinlich gerade schon rumgeiern gehört da oben. So, wir machen hier mal lieber zu. Und ihr seht es schon, bei Foxy ist absolut gähnende Leere. Das Vieh wird sich richtig Zeit lassen. Foxy ist nur auf Level 7. Von daher wird uns da nicht viel passieren. Ich weiß halt nicht genau, was mit dem Endoskelett ist. Denn wie bereits erwähnt, das ist auf Level 10. Oh, oh, mach hier zu, Alter. Das ist auf Level 10 und ich weiß nicht, was das Ding jetzt macht. Ob das öfter kommt, ob das schneller rennt. Es könnte gefährlich werden. Ich habe Angst. Aber was natürlich am interessantesten ist und was am interessantesten sein wird, ist natürlich Sparky. Was wird Sparky überhaupt machen? Kommt Sparky wirklich hier runter? Ist, warte mal. Oh, ich dachte, das Endoskelett ist da. Ist Sparky überhaupt wirklich ein Animatronic oder sehen wir den vielleicht nur in der Kamera? Sowas gibt's ja auch. Ist jetzt, oh, das Endoskelett ist da. Ist gerade gekommen, okay. Und ich habe gerade Freddy ziemlich laut da oben gehört. Keine Ahnung, ob der jetzt gleich auch schon hier runterkommt. Aber die Tür müssen wir auf jeden Fall erstmal zulassen. Bonnie ist da und das Endoskelett ist da. Die gönnen sich auf jeden Fall richtig da draußen, die zwei. Aber ansonsten, yo, Sparky von, oh, ah, ach, das ist Freddy, holy shit. Von Sparky haben wir bis jetzt weder was gesehen noch gehört. Warte mal, kann ich hier vorne? Ah, das Endoskelett kann ich nicht sehen, ne? Natürlich nicht. Okay, geht Bonnie jetzt? Nein, Bonnie ist immer noch vor der Tür. Was ist denn los mit dem Vieh? Okay, geht, ah, Bonnie geht wieder nur in die Ecke. Alles klar, warte, ich mache hier mal auf. Okay, Freunde. Wie, oh! Ah, Bonnie geht endlich. Gott sei Dank. Okay, Freddy lacht da oben. Der wird wahrscheinlich gleich auch schon im Gang stehen, ne? Ich glaube schon, ey. Ich frage mich halt, also das ist ja darum, worum es uns geht, Leute, was Sparky eigentlich macht. Falls wir Sparky jetzt in dieser Nacht vielleicht gar nicht sehen, weil Sparky ist nur auf Stufe 5. Er ist wirklich nur auf Stufe 5. Es kann sein, dass wir ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Dann werden wir gleich nochmal eine Nacht spielen, nur gegen Sparky und Sparky auf Level 20 oder so einstellen, damit wir einfach rausfinden können, was Sparky überhaupt anstellt. Weil ich stelle mir das richtig cool vor. Ihr habt... Oh, das... Was? Was? Nein! Okay, Freunde, das hatten wir in dieser Form so noch nicht. Das blöde Endoskelett hat aus dem anderen Gang angegriffen. Das ist bis jetzt noch nie vorgekommen. Das ist bis jetzt immer durch den linken Gang gekommen und das ändert meine Taktik komplett. Aber jetzt muss ich ja beide Gänge bewachen. Vermutlich, wenn man das Vieh in der Stufe so hochschraubt, greift das scheinbar in beiden Gängen an. Das macht die Sache natürlich schwieriger als vorher. Aber ich denke, wir können das natürlich trotzdem meistern. Ich meine, das ist die letzte Custom Night Challenge. Die werde ich ja wohl schaffen.
Also auf ein neues, Freunde, zurück in der Custom Night. Und ihr habt es eben gesehen, ich habe es eben nochmal erklärt. Wir müssen jetzt definitiv in beiden Gängen aufpassen. Das Endoskelett kann jetzt scheinbar links und rechts angreifen. Und das ist, ja, wie soll ich sagen? Gut ist es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das machen soll. Also ich muss eigentlich zwischendurch jetzt immer in die Gänge reingucken und trotzdem zwischendurch auf die Kamera für Foxy. Also, gute Laune macht das nicht. Und Sparky haben wir auch immer noch nicht gesehen. Und deswegen, ich spiele doch nur wegen Sparky. Also Bonnie ist, ja, Bonnie ist auf jeden Fall schon wieder on the road. Bonnie kommt uns auf jeden Fall im Büro besuchen. Finde ich aber auch ganz nett, dass Bonnie zwischendurch einfach mal nach dem Rechten guckt. Ich meine, es könnte ja sein, dass wir unten ausrutschen und uns schwer verletzen. Dann wissen wir auf jeden Fall, früher oder später kommt jemand, der sich um uns kümmern wird. Und das ist doch Grund zur Freude, Leute. Auf jeden Fall. Okay, Endoskelett nicht hier. Foxy nicht da. Oh, Bonnie. Tschüss. Okay, Chica hat ja auch ein nicht ganz so hohes Level, deswegen wird Chica natürlich auch nicht ganz so aktiv sein. Und Foxy ist halt auch nicht so aktiv, was natürlich für uns auf jeden Fall von Vorteil ist, weil Foxy halt auch, ja, sagen wir mal, schwierig ist. Ich weiß noch nicht, ob das Endoskelett vielleicht auch im rechten Gang sogar zuerst angreift, also hier im Gang von Chica. Ich meine, bis jetzt hat das Endoskelett immer zuerst links ange... Okay, ja, es kommt links. Alles klar, hat sich... Meine Frage hat sich erledigt. Okay, es greift also im linken Gang zuerst an. Wir können jetzt ja mal gucken, ob wir vielleicht so eine Art... Ich weiß nicht, muss da vielleicht feststellen, vielleicht greift es ja immer erst links an und dann rechts oder so. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich verstärkt den rechten Gang bewachen, einfach nur um zu gucken, ob es da vielleicht als nächstes kommt. Vielleicht greift es ja abwechselnd an, links, rechts und so. Und dann können wir das auf jeden Fall... Oh, Bonnie, komm, ey, Bruder, mach nicht den. Okay, oh, nein, hau ab. Okay, bei Foxy ist noch alles zu. Okay, ich versuche jetzt einfach mal hauptsächlich den rechten Gang zu checken, ob es von da kommt. Freddy hat sich auch schon längst aktiviert. Ich frage mich, wann Freddy bei uns im Gang auftaucht. Oh nein, jetzt kommt es wieder links. Okay, Freunde, das ist schlecht, weil das bedeutet, das Vieh hat kein System. Ah, ich gehe mal kurz ins Pausemenü, um euch kurz das zu erklären. Die meisten Animatronics haben ja so eine Art System, nach dem sie funktionieren. Die greifen da an, dann greifen sie vielleicht da an. Und man kann die eigentlich immer ganz gut verfolgen, mehr oder weniger. Aber dieses Endoskelett, Leute... Ihr hört es nicht kommen. Das ist schon mal scheiße. Ihr seht es nicht auf der Kamera, weil wir müssen uns ja auf Foxy konzentrieren. Das ist noch beschissener. Und meistens sehen wir es auch erst, wenn es vor der Tür ist. Und das ist richtig kacke. Wir müssen uns jetzt also darauf konzentrieren, wirklich den linken und den rechten Gang genügend abzudecken, so dass das Vieh keine Angriffsfläche hat. Also, dass es nicht hier rein kann. Weil ich muss die Tür rechtzeitig zumachen, wenn das Vieh da ist. Weil, wie gesagt, es ist lautlos und es hält nicht vor der Tür an. Es ist direkt da. Okay, jetzt geht es. Ich mache hier mal auf. Und jetzt müssen wir dann... Okay, es kriecht jetzt und von da nach rechts. Oh mein Gott. Vielleicht ist das ja so eine Art Hinweis, dass es oben im Gang vielleicht nach links oder nach rechts rauskriecht. Und dass ich dann vielleicht einfach dementsprechend... Und Bonnie? Nee. Dass ich vielleicht dann dementsprechend jetzt den rechten Gang lieber bewachen muss. Ich guck mal lieber in beide Gänge, Leute. Ich sag's euch, das wird nicht gut enden. Dieses Endoskelett wird unser Tod sein, Leute. Auf jeden Fall. Das Vieh ist... Oh, oh. Golden Freddy. Nein, 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 kein, nein, 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 nee, nö, oh nein. Okay, Bonnie ist, glaube ich, ja, Bonnie ist hier drüben. Okay, Bonnie ist in die Gasse gegangen. Ich guck mal wieder hoch. Okay, jetzt ist das Endoskelett hier. Gott sei Dank habe ich die Tür zugemacht. Aber Golden Freddy ist auf jeden Fall weg. Golden Freddy haben wir schon mal überlebt, immerhin. Und das Endoskelett ist jetzt hier. Bei Foxy ist noch alles zu. Aber wir haben gerade natürlich einen ultra hohen Energieverbrauch. Ich meine, wir haben schon... Okay, wir haben gleich 2:30. Aber wir verbrauchen gerade mega viel Energie und das ist definitiv nicht gut. Okay, ah, jetzt ist hier auch noch Chica. Das Endoskelett ist aber wieder weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt natürlich dann im linken oder im rechten Gang angreift. Aber wir hatten ja die Theorie, ob es oben aus dem Gang nach rechts oder nach links geht, dass es dann je nachdem... Ne, im nächsten Gang angreift. Und das war ja dann jetzt eigentlich richtig. Ich meine, es ist nach rechts rausgekrochen, hat dann rechts angegriffen. Keine Ahnung, ob das jetzt jedes Mal so ist. Ich versuche einfach weiterhin in beide Gänge reinzugucken. Ich glaube, das ist am sichersten. Und Leute, was mir gerade auch wieder auffällt, wir können ja gar nichts gegen Freddy eigentlich machen. Weil wir haben jetzt so viele Animatronics da oben. Oh! Was? Wo ist denn der hergekommen? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir können Freddy ja schwer ausweichen, weil da oben jetzt so viele Animatronics unterwegs sind. Dann hat uns das Endoskelett gejumpscared. Ich weiß nicht genau, wie es das gemacht hat. Entweder habe ich es übersehen oder ich bin blind. Vielleicht auch beides. Also meine Theorie zu dem, was eben passiert ist, ist eigentlich einfach nur, dass ich hier drüben in den Gang geguckt habe und ich glaube, ich habe das Endoskelett einfach übersehen. Schande über mich. Ich werde jetzt einfach mal wieder ein bisschen im Voraus spielen, Freunde. Heißt, ich werde jetzt schon mal ein bisschen in die Nacht reinspielen, bis 2 oder 3 Uhr oder so. Und dann machen wir ab da zusammen weiter, weil ihr wollt das ja nicht alles nochmal sehen.
Oh, Freunde, Freddy ist jetzt im Gang. Oh, das Endoskelett kommt von hier. Oh mein Gott, Freddy ist im Gang und das Endoskelett kommt von hier. Wir haben jetzt gleich 3 Uhr. Also ungefähr dieselbe Uhrzeit, wie als wir eben verreckt sind, sage ich mal. Foxy ist sogar dieses Mal auch mal ein wenig aktiv, hat aber noch kein Mal angegriffen. Das Problem ist eher, dass Freddy jetzt auch noch hier im Gang ist. Freddy werde ich, wie ich eben gesagt habe, ich werde Freddy nicht wegbaiten. Ich werde Freddy einfach angreifen lassen, das ist die einzige Chance, die ich sehe. Und Sparky haben wir auch immer noch nicht gesehen. Wir haben immer noch keine Ahnung, was Sparky tatsächlich mit uns anstellen wird. Und das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Okay, ich glaube, das Endoskelett ist jetzt hier auf jeden Fall wieder weg. Und wir haben jetzt gleich 3 Uhr und 50%. Das ist nicht gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir mehr Prozent haben, wenn... Oh, Golden Freddy. Oh mein Gott. Oh nein. Nein, nein, nicht mit mir. Hau ab. Hau. Ha. Hu. Nein. Okay, kann ich wieder hochgucken? Ich guck mal wieder. Hallo, Golden Freddy. Hä? Wer greift? Ah, Chica. Hallo, Chica. Okay, warte mal. Kann ich hier? Ha. Okay, kein Endoskelett. Da oben ist Freddy. Ich lasse ihn mal off. Ah, das Endoskelett ist links. Okay, alles klar. Ah ja, Freddy ist jetzt hier. Das heißt, wir machen hier zu und lassen ihn gleich angreifen. Hier ist jetzt auch noch Bonnie am Start, Freunde. Wir werden tatsächlich Energieprobleme kriegen. Ich dachte am Anfang der Runde, okay, alles easy, Energieprobleme. Ah, nee, das kriegen wir hin. Aber das scheint jetzt doch ein Problem zu werden. Das ist nicht so gut. Wenigstens hat Foxy bis jetzt noch nicht angegriffen. Das heißt, von Foxy verlieren wir schon mal keine Energie. Allerdings werden wir gleich durch den Freddy-Angriff definitiv Energie verlieren. Freddy hat auch immer noch nicht angegriffen. Der steht immer noch... Oh, 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 oh. Der steht immer noch vor der Tür. Hat noch nicht angeklopft oder so. Okay, wir haben gleich 4 Uhr. Wenn es auf 4 Uhr springt, muss ich eigentlich 33% noch haben. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch hinkomme. Okay, ich muss zwischendurch mal checken, ob das Endoskelett kommt. Weil das Endoskelett war jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Warte, ich mach mal wieder zu, weil Bonnie wird jetzt angreifen. Freunde, nur nochmal fürs Protokoll. Freddy ist auch immer noch hier draußen. Ich traue mich gar nicht aufzumachen, ey. Und wir haben gleich 4 Uhr, aber jetzt schon 33%, Leute. Das wird eine richtig knappe Nummer noch heute. Und keine Ahnung, wo das Endoskelett ist. Oh, es kommt. Okay, alles klar. Dann wissen wir, wo es ist. Immerhin. Ah, oh, Freddy hat immer noch nicht angegriffen, Leute. Freddy muss gehen. Freddy muss weg. Ich muss die Tür hier wieder aufmachen. Meine... Ich traue mich auch gar nicht zu gucken. Okay, er hat endlich angegriffen. Oh mein Gott, endlich hat er angegriffen. Ich kann hier wieder aufmachen, Leute. Ich habe schon so viel Energie verloren, dadurch, dass ich einst die Türen zuhalten musste. Okay, Chica ist da. Hier drüben ist Bonnie, hier kann ich aufmachen. Okay, Foxy hat immer noch nicht angegriffen. Foxy ist richtig entspannt in dieser Nacht auf jeden Fall. Okay, Chica geht auch wieder. Es wird trotzdem knapp mit der Energie. Wir haben 21% und noch nicht mal 4:30. Ich meine, wenn ich jetzt ultra sparen kann, dann klappt es vielleicht. Oh, Freddy ist immer noch hier im Gang. Oh, 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 das war knapp. Freddy ist noch hier im Gang und ich weiß nicht, wo das Endoskelett ist, Freunde. Das sind auf jeden Fall schon mal 2 richtig schlechte Faktoren, sage ich mal. Und immer noch kein Sparky. Traurig. Okay, Leute, ich habe keinen Plan, wo das Endoskelett ist und das macht mir wirklich mehr Sorgen, als ich zugeben will. Wenn das Endoskelett durch die falsche Tür reinkommt oder ich gerade nicht an der richtigen Tür bin, kriegen wir richtig ein Problem. Deswegen will ich hier links eigentlich auch gar nicht mehr aufmachen, solange wie Bonnie noch... Oh, es kommt von hier, okay. Alles klar. Leute, wir sind auf 13%. Okay, hier ist jetzt... Okay, hier ist jetzt frei. Aber wir sind auf 13% runter. Endoskelett ist noch da, verdammt. Und Freddy ist auch nochmal hier. Oh nein, und Bonnie kommt hier runter. Wir haben verloren, Freunde. Wir haben richtig safe verloren. Also diese Nacht können wir uns auf jeden Fall richtig in die Haare schmieren, Freunde. Von der Energie her reicht es nicht. Ich meine, okay, wir haben immerhin bis nach 5 Uhr überlebt. Wir haben jetzt 6%. Aber sobald Freddy hier drüben angeklopft hat, da haben wir gar keine Prozent mehr. Danach... ist auf jeden Fall vorbei. Okay, das Endoskelett greift jetzt auch nochmal an. Wir haben 4%. Ey, Freddy... Ja, okay. Okay, und... nein! Warte. Oh, er steht da. Machst du deine Musik? Ja, er macht... Alles klar. Oh, was? Oh mein Gott! Ich dachte, er bleibt jetzt kurz da stehen und macht seine Musik, aber nö, er greift einfach direkt an, alles klar. Okay, Freunde, aber ich hab's euch ja versprochen. Wir haben Sparky jetzt in dieser Nacht überhaupt nicht in Aktion gesehen. Wir haben nicht gesehen, was Sparky macht. Wir wissen nicht, ob Sparky uns überhaupt angreift. Wir wissen nicht, ob Sparky überhaupt einen Jumpscare hat. Deswegen lassen wir die Nacht jetzt einfach mal auf Stufe 11, machen Sparky aber dafür auf... Okay, Sparky geht nur bis Stufe 10. Und dann drücken wir jetzt einfach mal auf Go, Leute. Alle Animatronics sind deaktiviert, außer Sparky. Und dann gucken wir einfach mal, was Sparky überhaupt macht. Weil ich habe nicht gesehen in der letzten Nacht. Okay, Freunde, und dann heute mal die Custom Night im Sparky-Modus. Oh, da ist er ja. Hi, Sparky. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Hey, ich sehe gar nichts. What?
Ey, mach das. Sparky? Ist das von Sparky? Sparky sorgt scheinbar dafür, dass wir nicht mehr sehen können oder so. Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass Sparky uns irgendwie den richtigen Jumpscare reinböllert oder so, aber das macht er scheinbar nicht. Ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, Sparky taucht aus der Tür hier auf. Ich werde jetzt einfach mal warten, ob er nochmal auftaucht und werde dann einfach in ihn reinlaufen. Vielleicht macht er ja doch einen Jumpscare. Ich meine, die anderen Animatronics können uns ja nicht. Wir haben ja alle deaktiviert. Das heißt, ich kann jetzt hier in aller Seelenruhe stehen und warten, bis Sparky seinen wunderschönen Kopf nochmal hier raushält. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchen Zeitabständen Sparky das macht. Kann natürlich auch sein, dass Sparky vielleicht einfach nur einmal pro Nacht aktiv wird. Aber das wäre komisch. Also Freunde, ich stand jetzt eben richtig lange da und habe auf Sparky gewartet. Sparky ist nicht nochmal aufgetaucht. Deswegen, da ist Sparky! Sparky? 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 Nein! Nein, es gibt scheinbar keinen Sparky-Jumpscare, Freunde. Es gibt keinen. Ihr habt's gesehen, Sparky kommt aus der Tür raus. Ich bin Highspeed auf ihn zugerannt. Aber Sparky haut uns einfach nur diese Static hier rein, sodass wir nichts sehen. Und, Jumpscare gibt er uns gar nicht. Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Aber okay, Freunde, das ist vermutlich das Einzige, was Sparky macht. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier oben. Wollen vor Freddy abhauen, damit er uns nichts tut. Und wir ihn da unten von der Tür weglocken wollen. Und auf einmal siehst du nichts mehr, weil Sparky aus der Tür rausgeguckt hat. Also auf jeden Fall schon definitiv ekelhaft, was der Sparky da kann, weil wir einfach nichts mehr sehen. Und wenn du starke Animatronics hast und du nichts mehr siehst, dann bist du gefickt. Also Freunde, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wir haben uns mal angeguckt, was der Sparky so kann und haben die letzte Challenge von der Custom Night versucht. Die letzte Challenge scheint noch ein wenig schwierig für uns zu sein, aber die werden wir natürlich auch noch schaffen. Ich meine, wir haben die sechste Nacht geschafft, dann werden wir auch diese Challenge hinter uns bringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Euer Tuber verabschiedet sich. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Macht's gut und bis dahin.